Ja, grüßt euch. Öfter mal was Neues. ja, es gibt ein paar News. Und zwar, ja, wie man sieht, ich gehe jetzt gerade einen Berg rauf. Und das ist da alles irgendwie so. So ein bisschen höher im Bayerischen Wald. Ja. Und zwar ist bei mir so, dass ich meinen Wohnsitz verlagert habe. Man kann da sagen, ausgewandert bin. Und zwar in die Schweiz. Genau, ich bin jetzt im Kanton Luzern. Und jetzt das erste Wochenende, wo ich mal Zeit habe. Das Wetter ist genial. Jetzt seit Anfang März. Und ja, es geht jetzt dann fliegerisch bald schon wieder richtig rund. Und ich bin jetzt gerade am Beatenberg in Interlaken. Ja, kreimsam-mäßig. Jetzt gehe ich gerade hoch mit ein paar anderen Individualisten. Und schauen wir das einmal an. Und ja, das ist special, wenn man sagen kann. Und das muss ich mir als Gewohner, sagt immer, ja, Wahnsinn. Du bist doch eh so oft in den Berg, ja, aber die Berg haben da in der Regel nicht 4000 Meter gehabt. Und das ist halt massiv, wie man da drüben sieht. Das ist als Jungfrau massiv. Eiger, Mönch und Jungfrau. Jungfrau knapp 4200. Hau ab! Das ist sowas von massiv. Anders der geil. Boah, hey, der Kulisse. Alter Vater. Es geht schon richtig gut da zum Fliegen. Da stehen schon ein paar Cumulus-Wolken und da hängen auch schon ein paar drunter. Oh Mann, oh Mann. Ja. Ich bin jetzt sowas von gespannt. Das ist so krass! Ja, heute haben wir gedacht, ich nutze mal wieder die Gelegenheit für einen morgendlichen Abgleiter. Das habe ich jetzt irgendwie auch lange nicht mehr gemacht. Warum eigentlich nicht? Aber jetzt kommt ja wieder die Zeit, wo es eher hell ist. Und allein die Stimmung, die Ruhe. Wahnsinnig geile Stimmung. Ja, da werde ich jetzt einmal runterfliegen. Dann habe ich zumindest das schon mal, weil man weiß nämlich nicht, wie er sich heute noch entwickelt. Es ist nämlich heute Biesenlage. Und was das ganz, ganz genau bedeutet, das muss ich jetzt die nächsten Tage auch erst lernen. Ich bin nämlich, ja, neu in der Schweiz. Ja. Hab meinen Wohnsitz ja daher verlagert, beruflich, mit dem positiven Nebeneffekt, dass man halt solche Berge jetzt halt in fast greifbarer Nähe hat. Ne? Eiger, Mönch, Jungfrau. Über 4000. Ja, dann habe ich gestern meinen neuen Schirm gekriegt. Gebrauchten Schirm, aber fast neu. Vier Allegro X-Alps. Wahnsinnig geile Maschine. Dank mir hammermäßig ist ein C-Schirm. Das heißt, ein bisschen sportlicher. Bessere Leistung, wie auch immer man das definiert. Aber fühle mich fit mit dem drum. Und ja, da freue mich jetzt auch einfach auf jede Minute, jede Sekunde, die ich mit dem Schirm verbringen kann. Ja. Da ist jetzt halt sehr, sehr ruhige Luft, absolut fast Nullwind, leichte Strömung von vorn. Da kommt man schon raus mit einem gesunden Vorwärtsstart, glaube ich, hat das hier. Ja. Aber nur so kann ich genügend Speed aufbauen, ohne dass ich mit der Fall. Und außerdem ist es eine gute Übung und es muss einfach auch sitzen. Da kämen irgendwie so Ausbildungs-Flugschulerinnerungen hoch.
Das ist eine besondere Stimmung einfach gewesen. Okay, alle sind oben, das passt schon mal. So. Hey, der Wind steht sogar leicht an. Jetzt schaue ich, dass ich den nicht recht durch den Dreck durchziehe. Das ist feucht genug. Da ist alles zu. Wind passt, Luftraum frei, Eintrittskante offen. Okay, Impuls und dann geht's raus. Ja, ja, da kommt da. Wenn man einen gescheiten Schirm hat, passt es. Juhu! Juhu! Geil! Easy, Mann! Trotz erhöhter Streckung. Oh Mann, ist das geil. Blick aufs Jungfrau-Massiv. Gasspulen, ne? Und Vollgas! Rolle auf Rolle! Geht es ab. Ohne Vario brauchen wir es nicht. Wow, wie mega geil ist das, die Stimmung. Alter. Wow, hey. Hör mir auf, du. Da läuft jetzt der Bergwind außer. Da ist der lange Punkt. Ist da hier, wo kein Dreck ist. Wo ist kein Dreck? Ja, wir gehen am Asphalt. Jetzt war der Ski trocken. Ah, das ist besser.